Moin, moin und heidi ho, ihr Lieben. Ich bin hier mit der kleinen Lili und wir sind immer noch in der Ausnüchterungszelle. Da wollen wir jetzt raus. Versuchen wir mal mit dem guten Gitterfenster. Können wir rausgucken? Oh. Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lili war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Ja. Dann gehen wir mal wieder rein, dann müssen wir hier wohl rauskommen. Der Polizist zitterte am ganzen Körper. Dabei war es hier drin doch gar nicht so kalt. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Ja. Was hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast? Ach herrje, jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Juhu. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Natürlich. Kannst du das? Oh. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Dann müssen wir wohl... Oh, das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Eieieiei. Das wird was. Das sieht nach einer schönen Rechenaufgabe aus. Lili hatte sich oft über die Gerechtigkeit im Kloster gewundert. Na, Lili, willst du etwa raus? Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Okay. Das ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse. Mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Okay, probieren wir es mal. So. Ja, das ist logisch. Okay. So, Teufel. Ja, das ist logisch. Na also. Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Oh, das ging aber leicht. Das ist doch schön.
Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Das ist aber very praktisch. Das reicht mir aber noch nicht für eine Folge. Da sollten wir doch versuchen, noch eine weitere Blockade zu lösen. Waren ja gerade mal 5 Minuten. Dann reden wir nochmal mit dem Polizist. Jetzt können wir ja lügen. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Ich lasse dich laufen, aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? So, erstmal das Verbot. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Natürlich. Und du flunkerst auch nicht? Na gut. Dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Juhu. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Oh. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Huh? Am besten, man bleibt zu Hause. Das heißt, ich kann jetzt nicht rausgehen? Oh. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Lame. Oder einem Rolf Zukowski-Konzert. Hm. Oh ja, Rolf Zukowski. Juhu. Woogie. Rolf Zukowski macht wirklich ganz süße Kinderlieder. Gibt bessere, aber die sind eigentlich ganz süß. Okay, klar, da ist der Kaffee. Den wollen wir aber nicht trinken, weil wenn wir jetzt Kaffee trinken, sind wir draußen. Deswegen gehen wir ins Westerndorf. So, und was wir jetzt machen können, was wir vorher nicht konnten, wir können jetzt die Tussi im Feuer anlügen. Mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie... Idee. Wir müssen irgendwem Münzen auf die Augen legen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Kaffee trinken. Oh, hallo Katze. So, den müssen wir jetzt beruhigen erstmal. Ah. Oh. Brauchen den Kugelfisch. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Flunder aufpusten. Lilly war platt. Eine Flunder. Oh nein, wir müssen... Ja. Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viel bei einem Buchstaben, oder? Das wird anstrengend. Ja. Ich weiß schon, wie wir die Flunder zu einem Kugelfisch kriegen. So ist es ja nicht, aber... Ach, dass man immer in die Trance muss. Oder ich habe zumindest eine gute Idee, wie es funktionieren könnte. Ich hoffe, das klappt auch.
Muss ja einen Grund haben, dass wir hier Kaffee trinken können. So. Muss es doch irgendwie einen Strohhalm oder so geben. Aha! Moment, da, Luftpumpe. Ey. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch und niemand genau. War da, um ihn zu loben. Oh. Juhu, wir haben einen Kugelfisch. Wir können den Barmann beruhigen. Ja. Wieder rüber gehen. La 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 la. Und wieder Kaffee trinken. So viel Kaffee, das trinkt nur der Heinrich sonst. Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Ja, interessant, dass Lilly das so gar nicht stört, ne? Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. So, und jetzt haben wir einen Einsatz, um mit den Hunden Poker zu spielen. Wuhu! Wo willst du denn hin? Du hast doch gedacht, es gibt zwei ein, oder? Ich wette, ihr träumt heute Nacht davon. wo ist das Geld? Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Oh, danke. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirmen krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Juhu, wir haben Geld. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Sehr freundlich. Jetzt können wir puckern. Ah, Madame macht ihren Einsatz. Was heißt, wo sie will mitspielen? Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Oh, herrlich. Hey! Nur eine Zigarre pro Mitspieler. Bell, bell, bell. Okay. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Indianerfriedhof.
Hallo, Lilly. Ach, natürlich, wie das hat die... Du sollst nicht... Gehen wir erstmal weiter. Vielleicht können wir da ja jetzt Rauchzeichen mit dem Schamanen machen. Wir müssen das irgendwie anzünden. Und ich habe die Befürchtung, dass wir dafür wieder in die reale Welt rüber müssen. Oder? Oh ne, geht so. Be right back. Schlechter Empfang. Hilfe. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Ach du Scheiße. Sagt das Tutorial hier. Helft dem Schamanen, zum Indianerfriedhof zu gelangen. Lilly kann leider nur 3 verschiedene Rauchzeichen machen. Mit den Pfeilen lenkt ihr den Schamanen an einer Klippe nach oben und unten. Mit dem Tunnelsymbol könnt ihr ihn dazu veranlassen, den Tunnel zu benutzen. Wie die Tunnel genau zusammenhängen, müsst ihr selber herausfinden. Aber so viel sei verraten. Jeder Durchgang führt zu genau einem bestimmten anderen Durchgang derselben Tunnelgattung. Immerhin. Findet ihr den Weg zum Ausgang? Na, schauen wir doch mal. Schauen wir nach oben. Oh, das sieht schon mal besser aus. Noch einer nach unten. Noch einer rum. Okay, das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Also wieder zurück. Gehen wir mal zu dem. Sind wir jetzt? Oh, wir sind da. Da müssen wir hin. Versuchen wir doch mal den da ganz oben. Waren wir hier schon? Ich glaube, oder? Ja, waren wir schon. Also wieder zurück. Sind wir gerade runtergegangen? Gehen wir jetzt mal hoch. Oh, yeah! Das war's schon. Geil! Thanks. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Dann gehen wir doch mal dahin. Okay. Junkfood. Kann ich mir das einfach nehmen? Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Mom, kurz AFK. Re. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Big Vampedia-Eintrag. Wendigo, der Wendigo, Vielfraß, auch Wendigo, Plural, Wendigo-Wack, Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig, FYI, sie stinken bestialisch, lol. Autovervollständigung, meinten sie Rauchzeichen? Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Mit einem Apache. Autovervollständigung, meinten sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, Cancel. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack.
Gib das Rezept dem Quacksalber. Mm. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Okay. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachasohn bestellt. Es ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Natürlich. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, um den Wendigo kümmern wir uns nächstes Mal. Immerhin, wir können jetzt mittlerweile Alkohol trinken, wir können lügen. Und dann kümmern wir uns doch um den Wendigo in der nächsten Folge. Also, bis dahin, ihr Lieben. Liken, kommentieren, etc., etc. Ihr kennt das ganze Gedöns. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.